Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir haben zuletzt hier den Durchgang freigemacht und da schwimmen wir durch in wenigen Momenten. Aber bevor ich es wieder nicht schaffe, wollte ich jetzt nochmal hier in diesen Tagebüchern von Lord Croft mal das zweite Mal anhören, weil sonst schaffen wir es halt immer nicht. Reue. Dad, es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Ich wünschte, ich könnte dir erzählen, was ich entdeckt habe. Lara meinte wieder, ich sei paranoid. Vielleicht hat sie recht. Aber es wollten Leute meine Forschungen sehen. Leute ohne Referenzen. Ich bin sicher, dass mich jemand beobachtet. Fremde draußen vor dem Herrenhaus. Anrufe zu seltsamen Zeiten. Und dann, letzte Nacht, ging der Hausalarm los. Jemand wollte einbrechen. Ich glaube, dahinter steckt eine Organisation namens Trinity. Es gibt indirekte Hinweise auf sie in vielen Teilen meiner Arbeit. Aber was sie wollen, weiß ich nicht. Ich habe Maßnahmen ergriffen, um meine Arbeit zu sichern. Ich hoffe, Lara versteht irgendwann meine Gründe. Ja, das wird sie wahrscheinlich tun. Tja, und deswegen tut sie auch leid. So, das war der zweite Eintrag. Weiter geht es. Hier durch die Öffnung. Mal gucken, ob wir das Grab hier in diesem Part beendet kriegen. Oder wie viele Rätsel man noch lösen muss, damit man an den Schatz kommt. So. Mal hochspringen. Da gibt es so eine Lücke. Die Musik erinnert mich übrigens gerade so voll an Inception. Das finde ich irgendwie witzig. Wir haben wieder was. Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Mhm. Alles sehr verschwörerisch. So, dann haben wir hier auch noch was. Hier gibt es eine Menge zu holen, muss ich sagen. Ich glaube, wir sollen da vorne hin, aber man kann auch hier... Nee. Man konnte auch da vorne irgendwie um die Ecke, vielleicht, ne? Komme ich an das Ölfass auf der anderen Seite. Ja. Da. Da wollen wir rennen. So, wie komme ich da jetzt hin? Beziehungsweise... Ölfass auf der anderen Seite. Ach ja, genau, hier ging es um die Ecke, so. Und wie kriege ich das jetzt eingestürzt? Sind hier wieder so eine Öldinger? Ölfässer? Auf der anderen Seite, wo denn? Hier irgendwas übersehen. So, das kriege ich so nicht rein abgesprengt. Ja, ein Traum in einem Traum in einem Traum. Oh, ups. Irgendwas auf der anderen Seite. War alles ölig hier, aber kein Fass in Sicht. Keine Ahnung. Gemeint. Ich brauche das halt, um das zum Sprengen zu bringen, aber ich finde keins. Hä?
ein bisschen blind gerade. Noch eine Barriere. Aber wie überwinde ich die? Vielleicht komme ich an das Ölfass auf der anderen Seite. Ist das da hinten rechts eins? Nee, oder? Bin ich jetzt schon mehrmals dran vorbeigelaufen. Hier irgendwas zum Aufschießen sprengen? Noch eine Barriere. Aber wie überwinde ich die? Okay. Kann ich hier irgendwie mit einer Pistole was freischießen? Dann gehe ich jetzt nochmal in diese Ecke. Nee, es ist einfach nicht genug Power. Das ist das Ding. Muss ich hier nochmal weg, oder? Was soll ich sonst machen? Irgendwo klettern kann ich hier nicht. Komm nochmal weg. Rennt auch was? Kann man hier rauf? Oh. Da tut sie sich sogar weh. Okay. Und wenn ich einfach dahin gehe, wo unsere Kanister sind, kann ich die mitnehmen? Ich glaube aber nicht. Wie soll ich die dann mitnehmen können? Das glaube ich nicht. Ich versuche es mal, aber ich glaube nicht. Los. Dann liegen die hier unten irgendwo. Wo ist es hin? Ist runtergesackt, ne? Scheiße. Hier kann ich tauchen. Kann ich hier tauchen? Tauch mal. Kannst du nicht tauchen? Nee, sie kann nur schnell schwimmen, aber das wollte ich gar nicht. Soll ich auch nicht hin? Wo soll ich denn hin? Ich meine, es ist cool mit dieser Inception-Musik, aber irgendwie würde ich auch gerne wissen, was ich machen soll. Och, ich kann die selber einhauen. Oh, sagt das doch jemand. Ich denke die ganze Zeit, ich muss das hier frei explodieren. Ach, wie blöd. Ach, wie blöd. Okay. Und was mache ich jetzt von hier aus? Okay, ich möchte da oben hin. Ja, aber... Aber... Damit kriege ich das trotzdem nicht frei. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist einfach nur eine Abkürzung, na und? Ich meine, da vorne oben waren wir auch noch nicht, ne? Kann man auf dieses Sonnensegel, genau, und dann irgendwie... Da gibt es doch bestimmt noch einen anderen Weg. Nein! Oh, bisschen schief gelaufen. Jetzt, ja, toll. So.
Jetzt aber nicht so ruckeln hier. Genau. Ich meine, schade. Aber irgendwie auf dieses Tuch da und dann... Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe gehofft, dass ich von hier aus jetzt irgendwie besser klarkomme. Tue ich aber irgendwie nicht. Nein. Auch aufpassen. Ich habe das jetzt hier frei gemacht, aber warum? Kann ich hier jetzt vielleicht was machen? Leute, ihr müsst mir mal helfen. Ah, Spiel, hilf mir bitte. Wenn ich da jetzt hingehe, das bringt mir doch auch nichts. Das hatten wir doch schon. Damit kriege ich das nicht frei. Oder geht das Wasser da jetzt irgendwie besser hin, weil ich es... Nee, da war doch vorher nur das Gitter. Hä? Da hinten liegt auch noch was oben, ne? Sieht, könnte ein Relikt sein. Seht ihr das? So neben dem Wasserrad oben. Nur wie soll ich denn da hinkommen? Mal rauf. Klasse. Toll. Aha. Wasser jetzt irgendwie besser oder Vielleicht komme ich an das Ölfass auf der anderen Seite. Das Ölfass auf der anderen Seite. Ja, aha. Welches meinst du denn, Lara? Könnte ich da mal irgendwie einen Hinweis kriegen, wo du ein Ölfass siehst? Ist hier vielleicht noch irgendwas, was ich übersehen haben könnte? Weil das ist ja hier die andere Seite. Oder nicht? Oder doch? Oder was? Ist hier oben vielleicht irgendwas an den Rändern? Mein erster Cut, den mache ich jetzt mal, weil ich gerade gar keinen Plan habe, was ich machen soll. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ich weiß dann, wie ich weiterkomme. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück bei Inception. ja, jetzt wird's knifflig. Also, wir haben uns den Weg frei gemacht, weil ich tatsächlich an diese Ölkanister auf dieser Seite ran muss. Also nicht die andere Wandseite, sondern diese Seite. Und na klar... Um an das Ölding ranzukommen, soll ich es da oben durch das Fenster, was wir freigemacht haben, werfen. Bedeutet, wir machen jetzt das, was wir vorhin eben gemacht haben, einfach alles nochmal. Und dann sehen wir zu, dass wir den Kram hier endlich mal vollbracht kriegen und an den Schatz kommen, der uns dann auch zusteht. So. Können ja vorsichtshalber noch zwei Kanister nehmen. Ist der überhaupt gelandet? Ja, ist es. Super. Nimmst du noch einen? Man weiß ja nie. Ja, rüber damit. Liegt auch. Sehr schön. Ja, raus aus der Ecke. Hui. So, und jetzt nochmal das Ganze wie vorhin. Beziehungsweise im letzten Part, glaube ich. Und dann, ja, erstmal jetzt warten, bis es rüber ist, weil wir brauchen die Zeit. So, loslassen, schnell hinschwimmen. Schnell, 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 schnell. Und rauf. Und nehmen. Nehmen. Und drin damit. Jawohl. Und hoch. Ja, ja. Hat geklappt. Okay. So, darauf bin ich leider nicht selber gekommen. Ich doofe Nuss. Und dann haben wir jetzt endlich das, was wir wirklich brauchen.
So. Wir nehmen unsere Pfeile. Und boom. Frei. So, jetzt kommt das Wasser da, wo es hin soll. Jetzt kommen wir nach oben, beziehungsweise da durch. Wo kommen wir hier hin? Ist hier noch was in der Ecke? Nein. Weiter, weiter. Ha! Jetzt ist alles voller Wasser und wir kommen an unserem Schatz. Ist das nicht toll? Das sieht doch schön aus. Echt super. Mache ich auch direkt nochmal einen Screenshot, nicht wundern. Es ist ein altes Manuskript über die Gaben der Erde. Natürliche Instinkte, neue Fähigkeit gemeistert. Ressourcen in der Nähe erscheinen automatisch auf der Karte und leuchten, wenn sie in der Nähe sind. Das ist ja toll. Dann muss man das nicht immer selber machen. Und wieder Credits verdient. 2200. Hast du richtig gesehen? 2200. Insgesamt. Schön, schön. Haben wir es endlich geschafft. Na also. Geht doch. Ist hier noch was? Ja. So. Juhu. Ja, da freue ich mich. Kann man da noch mal ran? Nein. Okay. Wo geht's jetzt schnell raus? Gibt doch sonst immer den tollen, schnellen Weg hinaus. Müssen wir dafür hin? Hallo, Ausgang? Das sieht auch noch gut aus. Ich glaube, wir haben noch mehr Sachen, die wir jetzt finden können durch das Wasser. Das ist natürlich cool. Mein Schatz, ich hätte längst schreiben sollen, aber ich hatte so viel Arbeit. Wenn du kommst, wirst du ein Heim haben, mit allem Komfort, den wir aufgeben mussten. Eine große Aufgabe liegt vor uns, den Bau einer Frischwasserleitung zu unserem Volk zu planen und beaufsichtigen. Aber all meine Mühe wird sich gelohnt haben, wenn ich dich und die Kinder wiedersehe. Wir werden hier eine neue Welt erschaffen, die alles bietet, was du aufgegeben hast, um mir zu folgen. Es wird nicht umsonst gewesen sein, solange du und ich zusammen sind. Ja, ein Brief des Vorarbeiters an seine Frau. Er hat ihre Ankunft jeden Moment erwartet. Aber leider konnte er lange warten. Hier haben wir noch etwas. Münzen, lange nicht gefunden und eine Karte. Karte aktualisiert. Geheimnisse entdeckt. Aha. Da unten. Ach so, das sind die Ölkanister einfach nur. Was ist das da hinten? Das ist auch ein Ölkanister. Nee. Was ist das? Doch. Ist es. Nein, das wollen wir hier nicht zum Explodieren bringen. Die Frage ist eher, wo wir jetzt hin können. Gibt es hier noch mehr oder haben wir jetzt alles endlich mal? Ich glaube, da geht's raus. Wäre schön. Und das Wasser muss, wie gesagt, so arschkalt sein, dass ich glaube, dass man da keine 3 Minuten drinne verbringen kann. Naja, sei denn, man ist übelst abgehärtet oder so. So. Und damit haben wir unser Basislager ein zweites Mal erreicht. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Ich werde als nächstes hier herausstapfen und dann schauen wir mal, dass wir den letzten Kommunikationsschalter oder Kommunikationsdingsbumskasten kaputt machen, um die Kommunikation hier unter den Leuten zu unterbinden. Und dann werden wir unserem neuen Freund Bescheid sagen und mal gucken, was der so Tolles dazu sagt. Bis dann!